Hallo liebe Zuschauer, heute nehmen die Telekinese und ich euch mit auf dem Flowtrail Feldberg und machen ein kleines Experiment. Und zwar lassen wir die Telekinese, das ist meine Freundin, absoluter Anfänger, hat normalerweise gar nichts mit Fahrradfahren am Hut, den ersten Ride vorausfahren. Wir beide kennen, doch ich kenne die Strecke schon, ich bin sie vor einem Jahr mal gefahren, aber du kennst sie nicht, deswegen fährst du mal voraus und wir fahren zuerst die blaue Streckenführung für Anfänger, Anliegerkurven, kleine Jumps, Wellen und leichte Wurzelpassagen. Und dann schaust du es dir mal an und kannst vielleicht so ein bisschen Feedback dazu geben, wie das für dich als Anfänger so rüberkommt. Ich fahre hinter dir her und filme das ganze Spektakel und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Jetzt habe ich hier was entdeckt. Mountainbike Travel Girl war hier. Schönen Gruß an dich. Hat hier ein Aufkleber schon hinterlassen. Willst du mit dem Kenevo oder mit dem Enduro fahren? Mit dem Kenevo. Mit dem Kenevo, okay. Ah ja gut, dann los geht's. So. Bist du jetzt bereit? Ja, ich bin ready, ready. Der braucht länger beim Anziehen wie ich, das ist schlimm. Und ich bin die Frau. Ja, ich habe überall Schmerzen. Ich habe Rückenschmerzen von der Akupunktur, von dieser Dings da. Wie heißt das? Du hast Schmerzen im Kopf hast du. Die immer. Und meine Hand tut weh von der einen Tour mit den Jungs. Mit den Fingern. Aber geht schon ab. Okay. Los geht's. Warte. Okay, wir starten rein. Achte auf die blauen Pfeile, dass du immer nur der blauen Line nachfährst, aber ich schau mit. Keine Angst. Let's go. Ja, das ist jetzt rote Line. Also das ist jetzt ein Sprung. Man konnte ihn überrollen, wie ihr gesehen habt, aber eigentlich ging es links vorbei. Es ist noch recht flach. Ein paar kleine Anlieger. Hier ist ein Jump. Kann man abziehen und hier reinjumpen. Blaue Linie rechts vorbei. Sie fährt die rote. Gut. Bis jetzt war alles überrollbar. Ich denke, wenn was Schwarzes kommt, dann wird es nicht überrollbar sein. Also wer es geschüttelt lieber mag, wie gerührt, der fährt am besten in Flowtrail hier in Feldberg. Ja, sehr schön Anlieger gefahren. Sehr gut geduckt. Oh, hab's auch voll abbekommen jetzt. Links ist rot, genau. Kann man aber auch überfahren. Gut, dass sie dran vorbeigefahren ist. So, jetzt geht's los. Rechts ist schwarze Line. Links ist die blaue. Ich muss sagen, sie hat ein gutes Tempo drauf gerade. Den Motor hast du aus? Nee. An. An? Yes. Sonst macht sie immer den Motor aus, wenn sie irgendwo Trail fährt. War schön. Hat Spaß gemacht? Ja. Sehr gut. Ich fahr mal vor und ich versuche ein mäßiges Tempo zu fahren, dass du ein bisschen hinterher kommst. Schaust mir noch ein bisschen ab. Gab da mal so eine Fahrtechnik, Kurventechnik nennt sich das. Ein bisschen das Bike neigen, rechts und links. Ellenbogen und so Dinger. Fahr mal ganz smooth, okay? Ja. Und wenn schneller, dann rufst du schneller. Okay? Ja. Ja. Machen wir. Alles klar. Schneller. Wie war es für dich? Was sagst du als Anfänger? Ja, also ich mag den. Du magst den, ja? Ja, ist schön gut. Okay, ein bisschen Wurzeln, dass man ein bisschen das kennenlernt, dass es auch mal ein bisschen mehr rütteln kann. Ja, ne? Aber ich finde es eigentlich relativ, dadurch, dass es nicht so steil ist, finde ich, geht's eigentlich. Ja. Dann kann man das schon gut überschauen. Ja. Und die Kurven sind auch nicht so krass, dass man eventuell auf der Wurzel dann wegrutschen kann, Chef. Ja. Also das finde ich schon schön gewachsen. Schön gewachsen? Schön gewachsen ist es. Okay, wir machen uns nochmal hoch. Ja. Und dann fahre ich mal vor und fahre mal die schwarze, beziehungsweise den Trail ein bisschen flotter durch. Und da war einmal
eine rote Linie, die ging links runter. Mhm. Und das kannst du, wenn du magst, gleich mal probieren. Mhm. Ja, schaust du aber. Ich meine, wir kommen ja gleich nochmal vorbei, können wir mal gucken. Mhm. Aber ich meine, da wäre kein Drop oder sowas, da kannst du runterfahren. Das ist, glaube ich, so eine Senke. Kannst mal gleich vorbeifahren, dann haben wir das auch mal abgefilmt, dann haben das die Zuschauer gesehen. Yep. So, damit die Telekinese sich auch mal ein bisschen an das Enduro gewöhnt, also Non-E-Bike haben wir mal getauscht. Mit dem Enduro unterwegs, wir fahren jetzt ein bisschen hoch, ist aber easy way. Ja Leute, euch ist eben vielleicht aufgefallen oder auch schon beim letzten Video mit Tom und Jan, dass irgendwas an meinem Bike Quietschgeräusche macht oder Pfeifgeräusche. Ich habe einen Austauschdämpfer, weil mein Ölinsdämpfer zur Wartung weg ist. Und jetzt habe ich hier vom Sven ein Double Barrel Cane Creek ausgeliehen. Läuft auch ganz gut. Ich habe jetzt aber noch nichts eingestellt, ist ein bisschen bockig. Aber es ist interessant, mal wieder was anderes zu fahren, ja? Weil es macht immer wieder Spaß, Sachen auszuprobieren. Und Dämpfer und Gabel macht da halt immer ganz besonders viel aus am Bike. Und deswegen auch für mich jetzt gerade so ein kleiner Spaß, mit einem anderen Dämpfer zu fahren. Und der macht halt so Pfeifgeräusche. Ich weiß nicht, ob das normal ist, ob das die Gummidichtung ist, die da so pfeift, oder ob das das Rebound ist. Keine Ahnung. Dann let's go. Ah. Ja, wenn du mir auf die falsche Hand gibst. Ah, jetzt habe ich ihn verpasst. Wow. Yikes. Das Schaltwerk ist auch schon ein bisschen verbogen. Auch schon einiges abbekommen. Springt das fast wieder aus so einem kleinen Ritzel runter. Dann drehe ich das hier ein bisschen raus. Jetzt sollte das auf dem Ritzel bleiben. Ja, weiter geht's. Also hier muss man ganz schön viel treten. Das geht ganz schön auf die Lunge. Auf die Lunge. Oh, jetzt habe ich schon wieder verpasst. Also hier war jetzt noch nichts Schwarzes. Es war alles rote Line. Den Einsprung habe ich jetzt verpasst.
Okay, weiter geht's. So, jetzt schwarze Line. War auch ein Jump. Jo Leute, das war der Flowtrail Feldberg, ich glaube 1,7 Kilometer lang, 190 Höhenmeter, macht man hier runter, Tiefmeter, für Anfänger absolut geeignet, wie man das an Telekinese sehen kann, für mich, Spaß gemacht hat, ist aber mehr so ein bisschen Training. Über die Wurzeln pedalieren, schön im Fluss bleiben. Ja, macht Spaß, gut gebaut. Kann man mal besuchen. Jetzt soll ich, glaube ich, hier gleich irgendwo links fahren. Auf die Roadline. Da. Schafft. Oh, der Honey nicht guckt. Oder kommt einer? War's jetzt für dich? Ja. Ja. Ja, ich fand's gut. Okay. Ich hab's ja unten schon gesagt, dass ich's gut fand. Jetzt die rote, gut. Okay, die bin ich halt jetzt nicht komplett gefahren, ne? Ja, aber das sind ja nur die paar Sprünge, ne? Ja. Kann man alle überrollen. Den einen, ja. Ne? Also auf die schwarze jedenfalls nicht kommen, als Anfänger. Ja, also, das gut. Also auf der schwarzen ist eine einzige schwarze Line mit einem, ist das ein Kicker oder ein Drop? So eine kleine Mischung, auf jeden Fall ein kleiner Jump und sonst kann man alles überrollen. Jetzt haben wir noch den Stefan getroffen. Hi. Stefan ist hier frisch zugezogen in die Gegend und wir machen uns gleich noch auf einen anderen Trail und zwar eine Downhill-Strecke vom Verein Wheels Over Frankfurt. Das seht ihr beim nächsten Video. Ich hoffe, das Video vom Flowtrail Feldberg hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.